Jo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part mit dem FC Redford. Heute haben wir das Spiel gegen den Tabellenersten Hertha BSC vor der Brust. Und da gehen wir auch gleich rein. Wir werden erstmal unsere Mannschaften neu formieren. Ich habe mir gedacht, wir machen eine neue Aufstellung. Das wird irgendwas mit 3 auf jeden Fall. Ja, die ist es. Das ist eine meiner Lieblingsaufstellungen. Dinja da vorne rein. Jurado spielt Diamant, der ist ziemlich schnell. Abdi für Diamanti, der mir nicht gut gefällt. Und oder wollen wir... Komm, wir lassen Diamanti mal ganz vorne drin spielen. Dine gefällt mir auch nicht so gut. Ja, so würde ich sagen. Und Holle Bass noch rein für Ake. Und bräuchten wir noch einen Zom, spielt dann Abdi. Okay, perfekt. Dann sind wir gut abgesichert hinten. Hoffe ich mal mit Berami und Kawe. Verteidigung steht ganz gut. Wir werden nach dem Spiel werden wir noch mal in den Transfers was gucken. Wir wollen uns noch einen Stürmer, wollte ich mir verpflichten, und noch einen Innenverteidiger. Das war mein Ziel. Und dann gehen wir jetzt rein. Spielen mit den Trikots und wir sehen uns dann im Spiel. Und da geht ins Spiel im European International Cup gegen Hertha BSC Berlin. Und jetzt geht's los. Der jetzt auch wieder spielt, hat ja lange, war der ja lange verletzt, er ist sehr, sehr, sehr oft verletzt, sehr verletzungsanfällig. Und da war ein ganz schwacher Pass und Darida sweatet und das ist 1:0 für Hertha BSC Berlin durch, ich weiß gerade gar nicht, durch Haraguchi. Erstes Tor im International Cup und jetzt laufen wir im Rückstand hinterher und haben natürlich nichts. War natürlich jetzt erstmal ein bisschen Zeitspiel, erstmal ein bisschen rauszuholen. Und vielleicht dann nochmal über Konter zu gehen und ganz, ganz schwache Ball. Und da ist auch Halbzeit. Steht 1:0 für die Berliner und sieht nicht so gut aus für uns. Und da gehen wir auch in den zweiten Durchgang. Nicht. Holle Bass jetzt über außen. Geht da rein. Hat jetzt die Chance zu flanken. Flankt auch. Und den hat aber jetzt. Schön auf Abdi. Das sollte so nicht kommen, aber es ist so gekommen und das muss. Gibt es den Freistoß? Gibt es den Freistoß? Oder ich hätte jetzt gesagt rot, aber da stand noch einer hinter. Und er gibt auch die gelbe Karte und es gibt Freistoß. Und wir haben Diamanti, der einen richtigen Wumms hat. Wieso kommt jetzt das Dings hier? Und wir haben Diamanti. Bitte jetzt rüber. Diamanti! Und da ist die Chance da. Das war mir zu nah, um über die Mauer zu schlenzen. Und Diamanti jetzt mit der Flanke, die Gersberg mal wieder. Miomi jetzt kann sich da vielleicht mal durchsetzen. Ibabo jetzt auf Diamanti. Diamanti! Der Schuss und Gersberg hat den Ball. Und jetzt müssen alle nach vorne. Der Torhüter Gomez ist mit vorne. Der Ball kommt auch auf Gomez, aber der Keeper ist da. Und wir sind nochmal da. Ah, das war nicht gut gemacht. Aber wir haben ihn nochmal. Wir haben die letzte Chance für uns. Und der Pass war ganz schwach. So einen darfst du nicht spielen, Jura. Du kommst erst rein und... Ist auf jeden Fall... Kabue. Kabue jetzt auch nochmal auf Beckle. Dine! Dem Eingewechselte mit der Riesenchance. Und Gersberg hält die Hertha zum Sieg wahrscheinlich. Aber es gibt nochmal Eckball. Ibabo auf Beckle. Der kann sich da leider nicht durchsetzen. Komm. Ake. Kriegt er nicht mehr, den kriegt er nicht mehr, den kriegt er nicht mehr. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. 1:0. Wir haben uns am Ende noch gut geschlagen, aber wir müssen das Tor machen, wenn wir schon nicht so viele Chancen haben. War kein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft, aber das geht auf jeden Fall besser. Und jetzt Sporting Rion hat gewonnen. Das sieht nicht gut aus. Naja, okay. Spieler führt Gespräche mit Bayer 04. Okay, Okore. So. So, laufende Verhandlungen. Da haben wir 13 Millionen geboten. Gehen wir nochmal 30, aber 2, da haben wir nochmal ein neues Angebot. Also,
Der ist auf jeden Fall ein klasse Spieler, seine Karte bei Ultimate Team ist ja auch sehr gut. Sehr schneller Verteidiger. Und Transferangebot für Nathan Aké. Aké. Aké heißt er. Könnt mir in die Kommentare schreiben, wie er ausgesprochen wird. Ja, würde ich sagen, wenn sie mir. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Wenn sie mir 7,6 Millionen, der ist ja schon Zukunftsspieler, bieten, dann würde ich mir das schon anders überlegen. Aber ja, habe ich ja gerade schon ein Angebot gemacht. Ich hoffe mal, das nehmen die an. Ich werde dann nochmal nach einem Stürmer suchen. Und Aston Villa hat das Angebot angenommen. Mal gucken. Oh, das war ein bisschen zu viel. 70.000. Ah, der will 50.000. Okay. 4 Jahre und essentieller Stammspieler auf jeden Fall wird der bei uns sein. Joris Okoro. Und der wird dann. Das werden wir simulieren, denke ich mal. Das werden wir simulieren. Und hoffentlich kommt da ein Sieg raus. Und das ist das 2-1 durch 2 Tore von Abdi. Richtig gut gemacht von ihm. Und so, das Turnierpreisgeld. Sind wir durch? Weiß ich gerade gar nicht. Spieler verletzt. Da ja 6 Wochen fällt er aus. Okay, damit können wir noch leben. Und ich wäre jetzt noch, dass wir noch einen linken Flügel uns mal angucken. Berghuis, der muss auch mal getestet werden. Nicht so gute Werte, aber naja, okay. So, wir gucken nach einem Stürmer, nach dem linken Flügel. Ich guck mal vielleicht nach Timo Werner. Also, es ist zwar so ein Standardtalent, aber ich mag ihn einfach irgendwie und das wäre natürlich, glaube ich, auch kein Problem, wenn man mal ein Standardtalent. Ich probiere auch so ein bisschen spannender die Karriere zu machen, aber es geht ja nicht alles so spannend. Umfrage zu Timo Werner. Hat ja irgendwas im 74, 73er Bereich, ich weiß nicht genau. Und dann gucken wir nochmal nach einem Stürmer. Ja, ich hatte mal so überlegt. Habe ich jetzt aber gefunden, wo. Braithwaite, der ist ja auch gar nicht so schlecht, der Spieler. Ich hatte ihn bei meinem Ultimate Team ganz am Anfang und der hat mir ziemlich gut gefallen. Bio ist, glaube ich, ein bisschen zu. Braithwaite, hier ist er auch. Und dann schicken wir ihm gleich mal eine Anfrage. Das wäre auf jeden Fall eine gute Verstärkung von vorne. Mit Ibarbo und ja, wäre das auf jeden Fall sehr nice. AW-Transferangebot, wir werden die Spiele bei uns nicht weiter betrachten. Okay, das habe ich bestimmt gedacht. 5,5 Millionen. Komm, dann bieten wir mal 3,5 Millionen. Und der würde dann auch Stammspieler bei jetzt sein, weil das ist nicht so schwer auf der Position. 16,5 Millionen. Jetzt mal gucken, wie wir es mit dem Geld hinbekommen. 10,5, das wäre okay. Wir müssen ja noch Okoro bezahlen und dann noch den Timo Werner. Das simulieren wir auch nochmal. Spielen wir zwar aus, jetzt wenn wir rausfliegen, ist nicht so schlimm. Der European International Cup ist mir nicht so wichtig. Und wir sind rausgeflogen nach Elfmeterschießen. Also das kann man sich nicht schämen gegen so einen guten Verein wie jetzt Amsterdam. Kann man ziemlich befreien. Spieler führt Gespräche mit Aston Villa. Ja, mit Aston Villa sage ich schon, mit Southampton, mit FC Watford, aber ich bin halt so durch den Hängen FC Everton. Mit FC Everton, aber wir haben ihn bekommen und da freue ich mich auf jeden Fall. So einen starken Spieler für die Innenverteidigung, dieser Bilkalem oder so ähnlich, der war mir, sah sowieso noch nicht so gut aus und finde ich jetzt nicht schlimm, wenn er nicht mehr spielt. Britos raus. Was ist dieser Jungs? Achso, das ist Britos. Ich habe schon gedacht, der hat nur 56 Tempo für den Außenstürmer. Alles klar. Und sonst könnten wir vielleicht mal. Diamanti ist aber kein guter Ballverteiler. Müssen wir uns auch bald nochmal in der Winterpause vielleicht oder wann anders ein bisschen Geld wieder ein. Ich werde auch nochmal auf die jetzt mal schnell auf die Verkaufsliste gehen. Geliehen ein Jahr ist der nur. Von Cagliari Calcio. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden und mein Angebot abgeben. Ich würde diesen Geile gerne mal verkaufen, das habe ich noch nicht getestet, aber
Der will ich auch gar nicht testen, wenn ich Paredes. Was hat der für Werte? Der ist so schnell. Ne? Ich lasse ihn mal trennen. Catcher. Hat er kein Weg. Paprini. Ich hab gar gucken. Der kann auf jeden Fall weg, wenn er noch 1,4 Millionen bringen würde. Das wäre natürlich sehr gut. Bayer ist 32 Jahre alt, da müssen wir mal gucken, was wir da mit dem machen. Und ja, dann gucken wir nochmal, wen wir bekommen und dann beende ich auch die Folge. Toulouse hat akzeptiert. Erstmal das Geld ein bisschen rüber kicken. Das würde doch auch noch circa passen von dem, was der Dings will. Aber dann müssen wir mal gucken, wie viel er will. Essentieller Stammspieler ist ganz klar, ist ganz, ganz klar. Und sonst wäre Hamburg inakzeptabel, die mit 5,5 Millionen. Dann kriegt er halt eure 5,5 Millionen. Und das passt sehr gut von dem. Das Gehalt ist sowieso viel zu. Ist auch sehr wenig, also können wir damit leben. Und Pjanic geht für 43,5 Millionen weg. Kann man mal machen. Und beide haben akzeptiert. Sehr, sehr schön. Damit kann ich sehr gut leben. Ist auch klar. Anni, die müssen erstmal. Er muss ja erstmal mal bekommen. Komm, geben wir ihm 20.000 oder so. Und man wird sich das sowieso steigern, wenn die sich verbessern. Was wahrscheinlich so der Timo Werner werden wird. Und aktuell ist auch Spanien, da gucke ich sowieso nie rein. Wenn die wissen, ich bin ja egal. Ich lösche mal ein paar. So, das mache ich dann offline noch, ein paar zu löschen. Ja, dann mache ich die noch in die Mannschaft und dann haben wir auch schon einen ziemlich langen Part. Das linke Flügel, Werner, wie viel hat der? Der ist ja noch gar nicht da. Aber was ich mal denke, dass der kommen wird. Preferred rein, Diamanti mache ich da mal aufs. Na, das habt ihr eigentlich gar nicht so schlecht. Diamanti mal für ihn hier. Und dann gucken, bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir dann, ob Werner kommt. Was ich sehr denke. Und dann auch das erste Spiel in der Barclays Premier League. Bis dann und ciao, ciao.